Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück bei Total War Warhammer 2 mit unserem Let's Play Against. Wer ist da größten, da fiesesten? Wer ist, ja, der wagigste von uns unter den Grünhäuten? Ich, der Mr. Merp oder der liebe Günther Shadow, bekannt auch als Tante Günner? Hi! Hey, ich grüße dich und wagst du es etwa? Naja, Spaß beiseite. So, wir spielen hier noch ein Ründchen heute für euch. Und wir hoffen natürlich, dass euch der Stream hier gefällt. Ne? Das ist eine Livestream-Aufzeichnung. Wir streamen normalerweise ich muss gerade in meine Einheiten hier reingucken. Wir streamen normalerweise immer dienstags. Muss nicht unbedingt immer Warhammer sein. Ne? Es gehen auch andere Spiele. Ne? EU4 machen wir zum Beispiel nachher. Messeresser übrigens, danke für den Follow. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr hier zuschaut und dabei seid. Ne? Ich habe ja auch auf Twitter das Against Solitär vorgeschlagen. Against Solitär. Das klingt nach einer Challenge. Genau, wer als allererstes so ein Spider-Solitär löst, weißt du? Nee, das ist so. Hey, Vater. Ohne Witz, das habe ich früher tatsächlich eine Zeit lang gemacht. Das war bei meinem allerersten PC, wo ich noch, also als Jugendlicher, wo ich noch kein Geld für Computerspiele hatte. Ja. Und da habe ich echt Solitär gespielt und Minesweeper. Ach, und krass. Spider-Solitär, ey, da wirst du echt bescheuert bei, wenn du das versuchst zu lösen. Ich glaube, ich habe es einmal geschafft in meinem Leben. Einmal. Ist ja echt ein Ding, ey. So, ich muss mal gerade schauen, was ich hier noch so habe. Ja, bauen wir hier noch irgendwas rein? Also ich würde sagen, wir müssen ja irgendwie ein Gebäude bauen, das hier Geld bringt, ne? Soweit so schlecht. Oh, der Robotbass, die fragt gerade eben eine politische Frage an mich und Gunnar. Wobei, es ist eigentlich eher eine politisch-geschichtliche Frage. Und zwar, er will wissen, was wir eigentlich zum Niederreißen von Monumenten und Statuen sagen. Boah. Also historischen Personen, die nicht mehr ganz so rühmlich waren. Ich glaube, er spielt natürlich jetzt gerade eben hier an die Black Lives Matters-Bewegung, an die halt teilweise halt die Südstaaten generell niederreißen. Aber auch Kolumbus-Statuen sind, glaube ich, niedergerissen worden stellenweise, weil das natürlich auch für viele negativen Touch hat. Ich gebe mal dir den Vortritt als Historiker oder willst du mir den Vortritt lassen? Gib mir mal gerade noch eine ganz kleine Gelegenheit, hier meine Runde zu managen. Ich bin auch gleich fertig. Der Zauberer möchte gerne noch eine Stadt umbenennen. Sekunde. Barak War. Okay. Barak Wars. Wie wäre es mit Storage Wars? Das wär, oder Barak Storage Wars? Wars. Barak Wars. Ne? Komm, machen wir mal hier noch. So, dann haben wir das auch noch. Das ist eine ganz tolle Sendung, die kein Mensch gucken muss. Okay, und dann willst du, dass ich hier Gebäude repariere, was ich nicht tue? Dann kriege ich hier eine Revolte, die ich will. Und dann bin ich mal fertig und gebe mal an den Merp ab. Wortspiele von bester Qualität, sagt der Brother Ron. Ja, danke dafür erstmal. Also, zu dieser Sache mit den Monumenten niederreißen. Also, erstmal, ich bin generell sowieso mal dafür, dass man Menschen auch, nicht nur, aber auch nach der Zeit, in der sie gelebt haben, beurteilen muss. Wir sehen ja zum Beispiel bei vielen historischen Personen einen latenten, also insbesondere des Mittelalters und der frühen Neuzeit auch, einen latenten Antisemitismus, auch wenn das ansonsten schlaue Leute gewesen sind. Ja. Und das ist zum Beispiel, das ist halt ein gesellschaftliches, toleriertes Phänomen gewesen in dieser Zeit. Wichtig ist dann hier die Frage, ob zum Beispiel solche Leute wie der Giordano Bruno, das ist ja so ein ganz typischer Fall, ob die auch aktiv so einen Antisemitismus kultiviert oder eben propagiert haben. Ne? Da muss man also schon das Ganze unterscheiden. Dann gibt es auch Personen, die vielleicht eben, nehmen wir mal den Aristoteles, ne, der sich den idealen Staat ja so vorgestellt hat, dass in dem Sklaven und Frauen keine Rechte haben, genauso wenig wie Kinder, weil das für den eben in einer anderen Welt passierte und es damals kein Verständnis davon gab in der griechischen Antike. Der jetzt aber trotzdem sicherlich nicht, trotzdem aufgrund seiner Denkweise eigentlich eher dafür birgt, dass er wohl einer von den Guten gewesen ist. Ja, auch wenn man ihm diese nach heutigen Maßstäben schlechten Eigenschaften oder
Grundhaltungen vielleicht eher noch anrechnen muss. Jetzt geht wahrscheinlich keiner hin und stürzt irgendwo eine Aristoteles-Statue zugrunde, ne? Oder zerhackt die irgendwie, oder ich weiß es nicht, ne? Was man natürlich sagen muss, ist, häufig hat sowas eine symbolische Wirkung. Und so sehe ich das zum Beispiel bei diesen Kolumbus-Statuen. Der Kolumbus selbst, na gut, man darf ihn jetzt auch nicht so sehen, wie er in dieser Ridley Scott-Verfilmung da dargestellt wird, ne? 1492 Conquest of Paradise. Da tritt uns der Kolumbus ja als reuiger Superheld irgendwie entgegen, ne? Als Philanthrop, das war Kolumbus wohl nach den historischen Zeugnissen, die wir haben, nicht. Trotzdem, das, was seine Entdeckungen und seine Politik im Umgang mit den Entdeckungen und der Verwaltung der Kolonialreiche für die Spanier eben ausgelöst hat, das ist eine Entwicklung, die man heute durchaus kontrovers sehen darf. Frage ist natürlich auch, wem ist damit geholfen? Ja. Also da ist halt die Frage, also wem ist damit geholfen, wenn man so eine Statue zerstört? Ne? Geht es jetzt darum, Wut abzureagieren? Dann finde ich das keine gute Idee. Geht es um einen kritischen Umgang? Dann fände ich das eine sehr gute Idee. Zum Beispiel finde ich, Kontroversität sollte in so einem Fall im Vordergrund stehen. Kontroversität hieße für mich, man kann nicht einfach so eine Kolumbus-Statue aufstellen und sagen, guck dir mal den tollen Typen an. Sondern man müsste das natürlich so aufbereiten, dass derjenige, der so eine Statue sieht, auch Gelegenheit hat, sich ein Urteil zu bilden und weiß, dass man mit dieser Zeit des Kolonialismus auch viele negative Dinge, also entsetzliche, menschenverachtende Dinge, verbinden muss. Und dass das uns ein mahnendes Beispiel sein sollte, dass wir nicht in so eine Zeit zurückkehren, wo das so war. Und Ähnliches, ich weiß jetzt nicht, ich bin tatsächlich sehr unbedarft, was amerikanische Geschichte anbelangt. Ich würde da auf jeden Fall sagen, man müsste auch da schon schauen, dass zum Beispiel diese Statuen von diesen Südstaaten generell, um die es ja geht, dass man da auch ein, also sag mal, ich kann mit Grimoire gerade keine Stellung wechseln, dass man da auch einen kontroversen Zugang wählt. Ne? In dem Moment, wo man das ideologisiert und die Möglichkeit zur kontroversen Auseinandersetzung vernichtet, ist es relativ schwierig. Jetzt könnte man natürlich hier das, was ich sage, ins Negative kehren und sagen, okay, gut, dann können wir doch wieder anfangen, das Hermann-Göring-Gymnasium oder sowas irgendwo zu gründen. Na, es gibt da natürlich Grenzen, ja, weil man natürlich in dem Zusammenhang eine politisch ideologisierte Plattform eröffnet, über die man keine Kontroverse will. Es gibt für eine Kontroverse ganz klare Grenzen. Die sind sehr gut in unserem Staat. Ihr wisst ja, ich bin Grundgesetz-Fan. Die sind sehr gut durch unser Grundgesetz umrissen, wo nämlich so eine Kontroverse Grenzen haben darf. Und das muss eingehalten werden. Deswegen darf man hier durchaus nuancieren und Unterscheidungen treffen. Wenn man jetzt tatsächlich sagt, auch, und das ist sicherlich eine Möglichkeit, diese Statuen werden von Gruppen zu propagandistischen Zwecken genutzt, um freiheitlich-demokratische Grundordnungen irgendwie zu unterminieren, dann finde ich schon, dann muss man sagen, okay, also dann haben solche Monumente nichts in unserem Alltag verloren, wenn es darum geht, menschenverachtende Politik zu propagieren und Ähnliches. Ne? Und es hat in den USA einfach natürlich auch einen anderen Stellenwert. Ne? Also das wissen wir ja alle. Ne? Die Amerikaner sind ja grundsätzlich eher patriotischer und mehr so persönlichkeitsverherrlichender als wir jetzt. Also das haben wir ja weitgehend erstmal hinter uns gelassen, hoffe ich. Bist du fertig oder so? Ich bin gerade noch mitten in meinem Turn. Ich meine mit deinem Monolog. Ach so, ja, erzähl du erstmal noch. Okay, ja, also im Grunde kann ich mich, also eigentlich, ich hätte anfangen sollen, weil ich wollte eigentlich mit dem Scherz beginnen. Als Grünhaut und Goblin bin ich natürlich grundsätzlich für das Schänden von solchen Sachen. Aber als Mensch und als Spieler bin ich der Meinung, sollte man eigentlich
so etwas, ja, wie Gunnar es gesagt hat, über den Dialog letzten Endes machen. Also man sollte sich erstmal darüber im Klaren werden, wollen wir eine Statue von einer bestimmten Person, die muss man aber auch individuell bewerten, haben oder nicht. Und das sollte auch nicht nur eine Entscheidung sein, die jetzt irgendwie ein Dorf für sich alleine, sondern vielleicht auch der Kreis und vielleicht sogar in bestimmten Situationen sogar das ganze Land mit entscheiden muss. Weil jetzt könnte natürlich bescheuerterweise, ich nehme jetzt mal dieses Hermann Göring-Beispiel von dir auf, ne? Der Heimatort von Hermann Göring aus irgendeinem Grund auf die bescheuerte Idee kommen, ja, aber das ist der einzige Berühmte, den wir haben, wir wollen jetzt von dem eine Statue aufstellen, dann kann das natürlich trotzdem nicht deren Anrecht sein, aus meiner Sicht, das einfach zu machen. Sondern da muss man natürlich dann auch respektvoll quasi mit dem Rest der Republik umgehen oder mit dem Staat, wo man halt lebt. Das ist die eine Sache. Aber bestehende Sachen niederreißen, sage ich jetzt mal, das ist auf jeden Fall etwas, was erstmal diskutiert gehört. Das Problem ist natürlich, dass ich auch die Wut der Leute irgendwo nachvollziehen kann, wenn du siehst, dass die Diskussion zu nichts führt. Was ich das Gefühl habe, in den USA haben wir so die Situation, dass viele Leute einfach das Gefühl haben, dass in ihrem System die Diskussion nichts mehr bringt. Und wenn du das Gefühl den Leuten gibst, dann darfst du dich über Gewalt nicht wundern. Das heißt also, wenn der Kompromiss nicht mehr stattfindet, dann wird irgendeine Seite immer zur Gewalt greifen. Und deswegen muss der Kompromiss eigentlich immer das oberste Ziel sein. Der Kompromiss wird niemanden glücklich machen, aber er wird auf jeden Fall verhindern, dass irgendjemand besonders unglücklich wird. So sehe ich das. Und deswegen kann man sagen, also solche Statuen kann man dann gerne in ein Museum stellen, aber dann halt reflektiert mit ihnen umgehen. Aber nicht auf den Platz stellen, wo sich dann quasi da die White Power Bewegung hinstellt und sich drauf einen runterholt. Jetzt wisst ihr auch, warum das Ding ab 18 ist. Weil das ist ja das, was letzten Endes von diesen Fans von solchen Statuen halt letzten Endes im übertragenen Sinne gemacht wird. Die gehen natürlich dann total steil dann quasi auf ihr vermeintliches Idol, das sie eigentlich gar nicht wirklich kennen. Weil man die Leute, wie Günther so schön sagt, halt auch im Aspekt ihrer Zeit sehen muss. So, damit bin ich durch. Und da kam vorhin noch die Frage wegen Churchill, weil ja Churchill anscheinend jetzt auch irgendwie diskutiert wird. Ja, das ist so eine Sache, wie ich persönlich finde. Ich denke, jede Generation bewertet natürlich die Geschichte für sich irgendwo auch ein bisschen neu. Und ich finde, es ist schon das Anrecht einer jeden Generation darüber zu entscheiden, ob sie, das ist ja wiederum der Punkt, man muss gemeinsam darüber entscheiden, ob man jemanden gut finden will oder ob man seine Meinung ändert und sagt, das ist für unsere aktuelle Lebensart das falsche Beispiel. Und dann kann es natürlich sein, dass ein Politiker, ein General oder was auch immer, vielleicht einfach nicht mehr der Richtige auf dem Dorfplatz ist. Aber er gehört dann vielleicht in ein Museum, wo er dann halt Wissenschaftler, Historiker im Grunde auch was dazu schreiben und vielleicht sogar was sagen, wenn man sie fragt. Ah, okay. Und der gute Robot Basti scheint zufrieden damit. Gut, dann freut's mich. Ich muss noch gerade ein paar Einheitenverbesserungen machen. Und dann wir hier noch da. Gerne Ah, doch. das ist auch wieder so teuer. Ah, Mist, okay. Ja. Ich muss noch ein bisschen Kohle sparen. Ja, also ich würde halt eben schon sagen, genau, also Map hat vollkommen recht, wenn es darum geht, dass jede Generation ihre Geschichte nochmal neu bewertet. Auch da ist es natürlich wichtig, dient das Ganze jetzt auch einem, oder welchem Ziel dient das Ganze jetzt wieder, ne? Ich finde schon das hast du ja auch gesagt, die Tatsache, dass sich an der Rassendiskriminierung, in Anführungszeichen, Rasse ist jetzt wieder so ein ne, kontroverser Begriff, ja auch Ich in möchte als Deutschland, ne, Biologe wird da es ja kurz auch, eingrätschen. ja. Es gibt biologisch keine menschlichen Rassen. Das lernst du im Biologie-Grundstudium. Es gibt die letzte menschliche Rasse war der Neandertaler und vielleicht noch der Homo floresiensis. Aber es Naja, gibt ah keine interessant. menschlichen Rassen. Das sage ich euch klipp und klar.
Das darfst du weitermachen, das, da muss ich bloß kurz eingrätschen. Ja, also ne, ich verwende diesen Begriff ja jetzt auch nicht, weil ich sowas insinuieren will, sondern das ist ja ein Quellenbegriff hier, ne, ja, ich weiß, was im Grundgesetz steht. Der auf rassistisch motivierte gesellschaftliche Ungleichheiten und politische Ungleichheiten und so weiter reflektiert. Ne? Ja. Und genau, und ich kann das auch, wie du sagst, man kann nachvollziehen, dass die Betroffenen sauer und wütend sind. Und ich gebe euch noch ein Beispiel dazu. Die Zahlen sind jetzt wahrscheinlich nicht ganz akkurat. Man kann das nachlesen bei Heinz Bude, soziale Ungleichheiten in der Zukunft. Und zwar nehmen wir so ein Entwicklungsland wie Bolivien, da wo die durchschnittliche Lebenserwartung, weiß ich nicht, bei 52 Jahren ist oder so. Und nehmen wir ein anderes Vergleichsland wie die USA, wo die durchschnittliche Lebenserwartung bei 72 Jahren ist. Ne? Jetzt guckt man sich die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen in diesem Land an und die Soziologen klassifizieren das ja. Ne? Wir nehmen jetzt halt die Gruppe, dass ich sag mal, ein Weißer mit einem College-Abschluss, der in einem Unternehmen einen gesicherten Job hat, der hat da durchschnittlich eine Lebenserwartung von, weiß ich nicht, 74, 76 Jahren oder sowas. Ne? Und jetzt sehen wir den Afroamerikaner ohne Highschool-Abschluss, der hat eine durchschnittliche Lebenserwartung von 46 Jahren. Ja. Mhm. Im Endeffekt hast du Bolivien in den USA, ja, oder sogar teilweise noch schlechter als Bolivien in den USA. Und jetzt kann man halt eben, also die Tatsache, dass man das so an solchen äußerlichen Kriterien festmachen kann, das ist erschreckend. Das gilt übrigens auch für Deutschland. Wenn jemand in Deutschland zur untersten Einkommensschicht, wir nehmen das unterste Dezil, also die untersten 10% beim Einkommen, wenn jemand zum untersten Dezil gehört, hat er eine Lebenserwartung, die ist um 6 bis 8 Jahre niedriger als die Lebenserwartung von jemandem, der zu den oberen 30% des Einkommens gehört. Ja, also die oberen 3 Dezile. Und das finde ich erschreckend. Also überleg mal, jemand stirbt 8 Jahre früher, weil der arm ist. Natürlich ist es nicht so, das ist jetzt zu simpel ausgedrückt, ne? Das hat sicherlich natürlich auch immer was mit der individuellen Lebensführung und so weiter zu tun, ne? Aber das ist doch erschreckend, ne? Und in den USA ist dieser Unterschied noch krasser. Und da gibt es ganz klare Korrelationen mit der Hautfarbe. Und das ist grenzwertig, ne? Ja, das weil die halt nie aus der Sklaverei Nachteilssituationen rausgekommen sind, die meisten. Also einzelne Individuen schon, aber das sind halt dann ganz, ganz krasse Glücksfälle, sage ich jetzt mal, die halt protegiert worden sind und so und das oder halt einfach super clever waren. Also das würde ich denen auch gar nicht absprechen. Also da gibt es ja auch Ausnahmen, aber auch die müssen erstmal gerade in den USA, in einem Land, wo du Geld brauchst, oder einen Fürsprecher brauchst, um irgendwo reinzukommen, Thema Stipendium und so weiter und so fort, musst du erstmal quasi jemanden überzeugen, dass wenn du nichts hast, dass er dir hilft, was zu bekommen. Mhm. Und das ist unfassbar schwer. Also das ist echt, ja, unfair trifft's nicht richtig, wie ich persönlich finde. Mhm. Die Welt hat sich also übrigens verändert, Günner. Du hast den Punkt mit den mit der Chancenungleichheit angesprochen, ne? Ja. Und das ist einfach echt was. Da sind und da ist die in meinen Augen, da ist unsere Gesellschaft jetzt in Deutschland auch nicht auf einem guten Weg. Wir arbeiten darauf hin, dass die Startchancen für Menschen wesentlich entscheidender dafür werden, was die nachher mal für ein Leben führen und dass die Startchancen immer ungleicher werden. Das ist einfach, das ist ein Effekt, der korreliert mit der Vermögensverteilung in unserer Gesellschaft. Und das Ganze ist ja auch irgendwo gesellschaftlich, aber noch, das ist das Schlimme, vielleicht auch irgendwo akzeptiert. Ne?
Wir haben natürlich, klar, in Stipendien und so weiter, ne, das ist ja alles, es gibt ja auch Möglichkeiten, unterprivilegierten Gruppen zu verhelfen, also zu einem hohen Bildungsabschluss zu verhelfen. Und ein hoher Bildungsabschluss ist tatsächlich auch sehr wichtig für ein gutes Leben, für ein gutes Einkommen nachher. Und das ist die eigenen Kinder auch mal besser. Bist du übrigens noch in deinem Turn, Merk? Ja, ich bin in meinem Turn. Okay. Ich habe hier gerade einiges zu managen. Ja, dann rede ich einfach weiter. Jetzt sieht man aber natürlich, dass das auch dass dieser Bildungsabschluss auch wieder total stark mit dem Einkommen der Haushalte korreliert und auch da wieder mit sehr stark zusammenhängt. Ne? Und jetzt überleg auch mal, Reichland hat übrigens Thalabekland gerade konföderiert. Du hast die blutige Hand konföderiert? Wie hast du das geschafft? Ja, gerade eben, das war grün. Das war grün. Ich habe sogar Geld dafür bekommen. Wow, Alter, ich habe die nie konföderieren können. Gerade eben habe ich mal nachgeguckt und es ging. Und ich habe dadurch jetzt 19 Siedlungen schon angerechnet bekommen. Wie hast du denn das gekriegt? Ja, die hatten viel. Bei mir wollten die nicht konföderieren. Ich hatte aber schon ein Bündnis mit denen, ne? Hatte ich auch. Ich hatte auch ein Militärbündnis mit denen. Das ist ja krass. Dann hast du ihn einfach nur nicht genug vorgelogen. Wahrscheinlich. Hast du ihnen Geld gegeben? Nö, ich habe ja noch Geld bekommen. Da sind das Verrückte dran. Okay, ich glaube, das muss mit der Auseinandersetzung mit der Saranessa oder sowas zu tun haben. Nee, die Saranessa ist ja schon down. Ich weiß, also ich glaube, die kämpfen gegen die Clan Moors, so wie das hier aussieht. Die scheinen denen hier gerade eben so ein bisschen den Arsch aufzureißen. Aber ich kann jetzt hier gerade echt nicht meckern. Ja, ja, klar, natürlich. Ich hätte die auch gerne konföderiert. Ja, ich bin das schon genug in den Hintern gekrochen. Aber jetzt bin ich dadurch halt auch schon ein gutes Stück jetzt näher an Karak 8-Gipfel. Hui. Ja, klar, das ist jetzt gut. Hui, will ich das? Oh Gott, hast du viele Gobbos. Oh Gott, sind das einfach so viele Crap-Ratten, ey. Oh Gott. Ja, können wir das einfach berechnen? Ja, ich habe mir das gerade eben nur angeguckt und habe mir gedacht, aber nee, es bringt ja nichts. Das ist ja einfach nur... Das ist Trash. Ein riesiger Rattenschwanz und mehr ist das nicht. So ist es. And that's the way it is. Huah. Ja, gern geschehen doch an Robot Basti. Und nochmal Dankeschön an McMerlin für die Biddies. Und guten Abend nochmal an Aska und an Audi, falls ihr noch da seid, ne? Ich wollte dem Günther bloß nicht ins Wort fallen. Aber ich verstehe das schon, Robot Basti. Man will natürlich schon natürlich auch gucken, so nach dem Motto, wie tickt eigentlich quasi so die Welt um einen herum. Ne? So nach dem Motto, stehe ich mit meiner Meinung gerade eben allein auf weiter Flur oder halt quasi meine Ansicht grob wieder? Ich verstehe schon, dass man solche Fragen stellt. Ich finde es auch wichtig, dass man solche Fragen stellt, damit man halt einfach nicht irgendwie das Gefühl hat, irgendwann mal alleine mit seiner Meinung dazustehen und dann vielleicht sogar in den... irgendwie anfängt quasi, sich selber irgendwie zu verbuddeln oder seine Meinung irgendwie zurechtzubiegen. Gott, ey, du gehst aber jetzt hier echt hart gegen die vor. Na ja, gut, du hast gerade so viel Siedlung gekriegt. Alter, der hat mir meine Squeaks gekillt. Yes! Und sogar noch mal eine Einheit Ork-Jungs! Gott, ich hoffe, die hatten eine Schrottverbesserung. Ich würde das ja feiern. Bitte? Ich würde das ja feiern, wenn das eine mit Schrottverbesserung war. Das war eine mit Schrottverbesserung. Ich habe nur noch Ork-Jungs mit Schrottverbesserung. Die anderen sind ja alle Schwarz-Orks. Ich juble. Ja, genau. Ich habe übrigens meine ersten Orks jetzt bekommen. Ich habe tatsächlich jetzt ein paar Wild-Orks durch die Aktion. Aber eigentlich sind die zu teuer, sind wir mal ehrlich. Diese Armee kostet schon 2300, ey. Dafür bekomme ich eine ganze Goblin-Armee. Ach Quatsch, fast zwei Goblin-Armeen, wenn ihr euch mal das anschaut. Das ist ja kriminell, ey. Ich glaube, dass ich mit der Armee mehr gewinne als mit denen. I'm special.
Ich meine, das müsste gehen, weil das ist ja ein besonderes Gebäude, Leute. Hier, also diese Gebäudekette habe ich ja schon gesehen. Und ich kann diese Gebäudekette bauen. Demnach kann ich auch die. Sonst ist es ja durchgestrichen. Ich könnte tatsächlich Wildorg-Moschas bauen. Dann die ersten Orks, die ich bauen kann, auch ohne Karak-8-Gipfel, was ein bisschen. Ah, krass. Was so ein bisschen eigentlich sich so um den Sinn herum gecheatet ist, oder? Die Mission. Das wäre cool, wenn wir das bekämen. Ja, so, jetzt habe ich ja ein bisschen Kohle. Jetzt könnte ich auf jeden Fall in Eisenach nochmal eine Armee aufstellen, ne? Frage ist, wo wollen wir damit hin? Ach so, oh, ich muss übrigens genau nach meinem Helden hier gucken. Kannst du den da bitte jetzt abstechen? Fehlschlag. Ah, okay, aha, danke, ja. Okay, dann machen wir nochmal Die das. Wildorks sind schon nicht schlecht, vor allem seit man die jetzt hier auch verbessern kann. Also dieser Buff hier geht ja auf alle Orks. Und dann kannst du ja, Moment, irgendwo kannst du die Wildorks, glaube ich, noch ein bisschen verbessern. Grenzstadt müssen wir übrigens mit Ä schreiben, ne? Grenzstadt. Ja, ne, der Grenzdin, ne? Der Grenz, der YouTuber da, auch aus dem Alliance-Netzwerk. Da grüß dich, Grenz, falls du es siehst. Kenn ich gar nicht, sorry. Doch, doch, den kennst du. Den hast du getroffen auf der Gamescom mit mir. Okay, dann Das kenne war ich der mit ihn. der Glatze, mit dem wir, oder fast Glatze, mit dem wir Ah, uns so ein stimmt, bisschen ich länger erinnere mich. unterhalten haben. Da Ja, sind wir wieder. Ich sehr kann mir sympathisch. besser Gesichter merken als Namen. Sympathischer Ja, stimmt. Typ. Ja, nur ein bisschen was noch bauen hier auf jeden Fall. Und was war hier? Soweit erstmal okay. Ja, jetzt stellen wir erstmal diese Armee hier auf. So, dann Eisenach Armee, Kommandant rekrutieren. Und wir nehmen mal einen Goblin-Großschamanen vielleicht. Oder einen Nachtgoblin-Warboss. Das ist nicht so geil. Prahler. Naja, okay, gut. Was haben wir hier noch? Entschlossen. Scharfsinnig. Scharfsinnig ist ganz cool, ne? Der Musk-Gor-Spucker. Oder nehmen wir nochmal einen Ork-Warboss. Oh, pilzsüchtig ist gut, ne? Minus 15 Unterhalt für Goblins und Nachtgoblins. Das ist echt cool. Komm, Das nehmen ist wir doch den. alles garantiert Dingens. Das sind alles Sklaven hier. Oh, Scheibenkleister. Dann nehmen wir erstmal ein paar Nachtgoblins mit, würde ich sagen. Frechheit, dass du die ausbilden darfst. Ich bin ja der Meinung, du solltest irgendwie Tantiemen an mich zahlen müssen, weißt du? Ja, genau. Stimmt, ich muss eine Abgabe entrichten. Die GEZ, die Goblin-Gebühr, Ja, die die GEZ. Goblin-Gebühr. Ja. GBZ. GEZ-Gebühr. Goblin-Gebührenzentrale. Hi, Big Mike. Guten Abend, grüß dich. Oder moin. Wenn ich den da jetzt reinsetze, den Typen hier, dann komm, ich nehme mal den Nachtgoblin-Schamanen. Und dann nehmen wir noch einen Ork-Schamanen, weil ich denke mal. Ach, witzig, wow, okay, pass auf. Ja, nimm noch den Nagzahn-Hornkopf, geiler Name. Okay, cool, yo. Ich muss noch tacken. Wildschweine weiß ich nicht. Das finde ich gut. Das finde ich nicht so dicke. Was haben wir hier noch? Geschoss. Ah, doch, ja. Das nehmen. Ja. Das nehmen wir. Oh, warte mal. Geht das? Ja, doch, das geht, ne? Okay, so, was wolltest du hier noch? Ausbauen soll ich das? Ja, okay, gut. So viel Kohle habe ich gerade noch. Und was soll ich noch? Reparieren? Auf keinen Fall. So. Jo, jetzt scroll ich nochmal ganz kurz hoch.
Was dann noch so gesagt wurde. Liste Axel, wunderschönen guten Abend, schön, dass du da bist. Pat denn sagt, genau, die Kontroverse hat sich auch gezeigt, als China der Stadt Trier eine große Karl-Marx-Statue schenken wollte. Ja, ne? Und dann haben sie trotzdem ja alle naselang irgendwelche Karl-Marx-Statuen da aufgestellt, ne? Also es ist auch ein bisschen komisch. Aber hier bei China, da geht es ja auch darum, wer schenkt jetzt so ein Ding, ne? Und Ja. was ist das nochmal für einen Staat und was verfolgt er damit für ein Interesse, ne? Wenn, also ja, das war, glaube ich, sicherlich hier nochmal der Unterschied. Cool. Ich habe den Wurzsack jetzt. Coolio. Das ist geil, dann hast du einen coolen Helden auf jeden Fall gekriegt, ja. Das ist richtig. Boah, ja, Eieiei. Alter, das Spiel ist dem Merp gerade nochmal sensationell in den Hintern gekrochen, ne? Können wir Aber mal sowas gerade von. schauen, wie viel, wie sieht es denn aus? Wie viel hast du denn jetzt insgesamt? Wie viele Siedlungen? Momentan habe ich aktuell 19, also aktuell Geil, 19 da von hast du 100. fünf mehr als ich. Das ist schon viel. Ich halt am Überlegen, ob ich den Wurzack. Aber ich frage mich echt, woher du, warum du die so einfach gekriegt hast. Ich habe die auch versucht zu konföderieren mehrfach. Und ich habe, glaube ich, jede Runde geguckt und bei mir war es keine Option. Und ich hatte ein Militärbündnis extra noch mit denen. Aber du musst ja dann über 100 Beziehungen oder so mit denen gehabt haben, sonst nehmen die Konföderation in der Regel ja nicht an, ne? Oh, ich hatte, glaube ich, sogar deutlich mehr, meine ich. Ja, ich habe nicht so viel gekriegt. Ich bin mir ziemlich sicher, dadurch, dass du auch die Aranessa und so ausgeschaltet hast, die war ja im Krieg mit denen länger, ne? Das hat auch nochmal auf jeden Fall die Beziehungen gebufft. Guten Abend, Captain Fach. Schon wieder die Kohle. Was mache ich denn? Warte mal, Also eigentlich möchte ich ganz, ganz gerne Günner jetzt gleich speichern, weil wir sind eh am Ende der Folge. Weil ich möchte beim nächsten Mal noch, wenn ich dran Ja, denke, okay. meine Mission machen, meine Missionsschlacht. Deine Missionsschlacht? Oder Ja, aber was? die dauert jetzt halt zu lang. Ja, nee, das machen wir dann später. Das ist dann auch ganz gut, da einen neuen Part zu beginnen, finde ich. Ja, ah, ich habe noch ein Level-Up hier. Okay. Oh. Aber wir müssen nochmal durchzählen. Wie viele Siedlungen hast du jetzt geschenkt bekommen? Von denen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 8. 8. Ne? Karak Angazar hast du von denen gekriegt. Und? Svorak, Myrmidis. Ach, Karak Angasa habe ich noch gar nicht gesehen. Steinminenturm, Eckrund, Bittersteinmine, Drachen, Ja, dann sind es 8 gewesen. Homiminen Ja, ich hatte und auch ursprünglich 11 und Gronti jetzt habe ich Mingol. nochmal welche. Das müssten wir mal, das möchte ich gerne hier nochmal festhalten. Ja, weißt Ja. du klickst 50 Mal in der Diplomatie rum, ich mache einen Klick und dann passiert sowas. Ja. Du Jetzt bist einfach der ganz bessere Diplomat, du Arsch. genau. Ich weiß gar nicht warum. So ganz, ganz arrogant von oben herab. Jetzt bin ich sogar Stärke Rang 1, ey. Das ist Ich habe noch nicht Warte ab, mal. bis ich meinen War habe. Ja, ich weiß. Ein Was habe ich War. gesagt? 8 oder 9? Wie viel waren es? Ich habe Eins, 8 zwei, geschenkt drei, vier, bekommen. 8. fünf, sechs, sieben, 8. Ja. Alles eine Frage der Effizienz und so. So, dann speichere ich mal. Ach, du bist ja so ein dieser ganze neoliberale Effizienzquark hier. Was? Nein. Wo bleiben denn da die Der Werte? neoliberale Gobbo, genau. Also Leute, dann jetzt auf für YouTube. Bis zum nächsten Mal. Auf Twitch geht's weiter. Ich wünsche Am euch was. Dienstag. Genau, am Dienstag. Immer ab 21 Uhr in der Regel. Und ich starte schon um 18 Uhr. Schaut schon vorher bei Merp rein und wir spielen jetzt im Stream noch ein bisschen EU4. Ich freue mich, dass ihr da wart und sage Pax vobiscum valete.